Im Podcast-Sumpf. Wir schaffen den Überblick. Der Podcast über Podcasts. Hallo, liebe Zuhörenden. Hier ist wieder im Podcast-Sumpf. Am Mikrofon ist Maddie Müller und mir gegenüber sitzt die zauberhafte Tina mit K. Hallo. So kann man einen Podcast beginnen. Okay, die Wunden sind noch nicht verheilt. Egal. Heute sind wir in Folge 37 in der vierten Staffel schon. Und heute haben wir vorneweg nicht viel zu sagen, ne? Na, ich hätte noch eins zu sagen, das ist mir vorhin aufgefallen, denn wir nehmen heute auf, heute ist, glaube ich, der 19. April und jetzt ist der Frühling da. Ja. Denn seit dieser Woche gibt es wieder eine neue Folge vom Pilz-Podcast. Aha, ach, die machen Winterpause. Ich habe Winterpause gemacht, weil es halt zwischen Dezember und April nicht viel über Pilze zu erzählen gibt. Aber jetzt sprießen sie wieder. Ich freue mich. Dein Lieblingspodcast ist wieder da, ist doch schön. Ich sehe es immer, wenn das Gras wächst im Garten, ich es wegmähen muss, habe ich keinen Bock drauf. Also typisch deutsch, kann immer nur das Negative sehen. Ja, nicht schlecht ist deutsches höchstes Lob. Oder wie man bei uns sagt, nicht gemeckert ist Lob genug. Ja, ja. Tja, was willst du machen? Ja, wollen wir jetzt echt gleich so stumpf einsteigen oder was? Na, ich habe schon was gesagt. Hast du nicht auch noch was zu sagen, außer ich muss meine Rasen mähen? Ich muss auch die Hecken schneiden. Hab schon keinen Bock drauf. Und die Magnolie, ja, die schmeißt immer ihre Blütenblätter. Ja, die blüht ja nur 5 Minuten. Drecksbaum. Das ist ja nur schön. Und dann, ich würde jetzt gern diese Folge noch mit irgendwas Schönem retten. Du hast auch nichts zu trinken dabei, ne? Nee. Ja, wie wollen wir da die Kurve kriegen jetzt? Ich hatte einen ganz tollen neuen Whisky neulich bestellt und habe ich probiert. Und ich war kurz davor, den mitzubringen, aber du hättest ihn ja eh wieder verschmäht. Deswegen habe ich ihn daheim gelassen. Kannst du ihn wieder zurückschicken? Nein, ich finde ihn ja gut. Ach so, du findest ihn gut. Ja, nee, Whisky ist halt nicht so meins, ne? Ich weiß. Ich bin so die Rumtunde. Und dann hat übrigens neulich jemand behauptet, also ich behaupte ja, das war nur eine künstliche Verknappung. Jemand hat gesagt in meinem Bekanntenkreis, es gäbe keinen Don Papa Rum mehr. Ach, Humbug. Und dann haben wir alle ganz schnell bei Amazon und Co., oh, den wollten wir nicht nennen, Don Papa Rum wie blöd bestellt. Dann hatten wir das Gefühl, wir hätten die letzten Flaschen aufgekauft. Aber ich glaube, das war nur einfach so ein Spruch. Gibt's an jeder Ecke. Ja, du hast ja auch diesen Barocco neulich gekauft. Ja, aber ja. Vielleicht kann ja sein, dass jetzt die neue Abfüllung Barocco ist und dass der Klassiker, der 7 Jahre alt oder was das ist, dass es den jetzt weniger gibt. Aber also in diesem Internet habe ich noch viel von dem gefunden. Ach, dieses Internet, das setzt sich nicht durch. Das. Meinst du? Ja, das ist Quatsch. Das ist neumodisch Fetzen. Auf jeden Fall gibt es da Don Papa zu kaufen. Ja, also das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, das Öl wird knapp. Ne? Aber sonst. Ich habe am Wochenende Kuchen gebacken. Mit Öl? Ich möchte ja nicht angeben, aber da war eine ganze Tasse Rapsöl drin. Boah, fett. Leute da draußen, die Tina ist eine gute Partie. Eine ganze Tasse. Ja, hast du aber krachen lassen, mein lieber Mann. Ja, es war Ostern. Na gut, wie war das jetzt in geraden Du, in ungeraden Ich oder wie? Umgekehrt. Oh, du darfst doch gerne anfangen, wenn du magst. Nein, wir müssen da schon die Reihenfolge einhalten. Na gut. Ich bin Beamter. Oh, Entschuldigung. Ich darf nichts annehmen, noch nicht mal Vernunft. Gut, ja, dann bist du dran. Okay, dann. Zum Glück habe ich da das L noch rechtzeitig gelesen übrigens. Ja, also das ist mir ja eben schon aufgefallen, als wir nach der Spotify-Playlist gesucht haben. Wir haben heute eine medienlastige Folge, die wir schon wieder unter einem Genre wie Medien oder so laufen lassen könnten. Du hast zwei Hörspiele. Ja, aber das ist ja langweilig. Hörspielverwandte Podcasts, ich habe zwei fernsehverwandte Podcasts. Genau, und mein erster Podcast, den ich mitgebracht heute, heißt Brainflix. Flix. Flix, hat nichts mit Netflix zu tun. Ja, und zwar ist das ein Podcast über die Psychologie in Filmen.
Der ist sehr interessant. Und zwar wird der Podcast vorgestellt von, also, oder durchgeführt von Christiane und Julius. Die Christiane ist Psychologin und der Julius ist ein Filmfreak. Also die haben da beide quasi so ihre Themengebiete. Die gucken sich irgendwelche Filme an und die Christiane kann halt eben über die Psychologie dahinter referieren. Der Julius hat keinen Job, oder wie? Oder ist Filmfreak ein Job? Das wird hier leider in der Biografie nicht aufgelistet, aber vielleicht ist Filmfreak sein Job. Cooler Job. Genau, und die haben das so aufgeteilt, es gibt drei verschiedene Folgentypen in dem Podcast. Es gibt in Anführungszeichen normale Folgen, da besprechen die irgendeinen Film, sprechen auch über die Wissenschaft und über die Psychologie dahinter. Es gibt Folgen, die heißen Herzensfilme. Da sprechen sie über 10 Filme, die zu einem Genre zusammengezählt werden können. Und es gibt Folgen, die gehören zu dem Thema, Oberthema Movie Science. Und da stellen sie den Film nochmal extra, oder beziehungsweise dann packen sie die Filme, verschiedene Filme zusammen unter ein Oberthema, die Wissenschaft hinter, also da steht der Fokus, der Wissenschaft im, oh Gott. Vordergrund. Im Vordergrund, richtig. Die Wissenschaft steht im Fokus. Also die, so faktencheckmäßig oder wie? Auch, ja. Also ich habe das jetzt mal in einem Beispiel festgemacht. Ich habe mir die 3 aktuellsten Folgen angehört zu diesen Themen. Und zum Beispiel ist es hier zum Thema 1, normale Folge, Brainflix, haben sie den Film Vertigo von Alfred Hitchcock besprochen. Und da haben sie halt auch so ein bisschen Hintergrundinformationen und wissenschaftliche Fakten und so dazu. Dann das zweite Thema, die Herzensfilme, ging dann über Horrorfilme. Da haben sie dann so alles besprochen, was so ihre Lieblingsfilme zum Thema Horrorfilme und dann auch so ein paar Sachen erklärt, was ist zum Beispiel Elevated Horror und so. Was ist denn das? Das ist nicht einfach nur so wie, wie heißt das, Final Destination, wo einfach nur stumpf irgendwelcher Horror und Jumpscares gezeigt werden, sondern da wird dann so eine Stimmung aufgebaut, eine Handlung und der Horror findet quasi so im Hintergrund oder so ein bisschen intelligenter. Gab es aber auch so einen Horrorfilm mit Handlung. Das wird schwierig. Ja, es ist einfacher als in Pornos. Glück hast du das gesagt. Genau, und das dritte Thema zur Movie Science hatten sie dann, da haben sie keinen bestimmten Film besprochen, sondern da ging es dann um die morbide Faszination in Horrorfilmen. Aha. Also morbide Faszination definiert sich so ein bisschen darüber, das ist das Interesse an unangenehmen Dingen, insbesondere den Tod betreffend. Oder Dinge, die zum Tod führen können. So Gefahren und so. Das wird dann psychologisch aufgedröselt. Mhm. Cool. Das fand ich sehr interessant. Das glaube ich, ja. Ja. Und die machen auch so Wissenschaft. Haben die auch mal schon mal, hast du eine Folge über Marsianer? Nee, soweit habe ich das leider nicht geschafft, denn die Folgen, die dauern sehr, sehr lange. Gerade diese, ich glaube, das sind die normalen Brainflix-Folgen, die dauern schon mal gut 2,5 Stunden. Ui. Die über Wissenschaft im Film, die dauern dann nur so eine Dreiviertelstunde. Und auch diese Herzensfilme, die dauern dann auch schon mal eine Stunde. Also es ist echt, echt viel Material zu hören. Deswegen habe ich mir nur dieses eine. Aber weißt du, ob es eine Folge genommen über den Marsianer gibt? Weiß ich leider nicht. Aber weil ich könnte mal schnell gucken. Ich habe mal gehört, dass alles, was dieser macht, aber Marsianer, könnte theoretisch funktionieren. Ja, so ist der Film ja entstanden. Da hat der Typ, der hat ja, glaube ich, einen Blog geschrieben und hat so Dinge vorgestellt, die er sich überlegt, die man machen könnte auf dem Mars und hat dann verschiedene Wissenschaftler dazu befragt, ob das alles so möglich ist. Ja, aber inklusive des selbst da Hochschießens. Ja, ja, das könnte ja funktionieren. Ja, ja. Abgefahren. Warte, ich schau mal gerade, ob es hier... Ja, liebe Zuhörenden, ich überbrücke das einfach mal mit sinnlosem Geplapper. Ding, 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 ding. Also es gibt eine Folge zu den Herzensfilmen mit dem Oberthema Science Fiction. Und da wird der Marsianer besprochen. Na klar, Klassiker. Genau. Habe ich mir schon fast gedacht. Kann man das schon als Klassiker bezeichnen? Nein, ich meine Klassiker, den zu besprechen. Echt? Ja, weil der halt so wissenschaftlich ist, dass Massen von Nerds sich dran gemacht haben, zu kontrollieren, ob das doch wirklich alles klappen könnte. Ach so, okay. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr darüber besprechen müsst, muss ich mal anhören. Weil als Klassiker würde ich jetzt die anderen Filme bezeichnen, die sie hier aufgelistet haben. Zum Beispiel Blade Runner. Oh, langweilig. Total Recall, Metropolis. Ja, interessant. Also gibt's Metropolis viel soll jetzt als Serie rauskommen. Ui.
Das ist aber eine große Herausforderung. Das ist mutig, ja. Ein 100 Jahre alter Film. Egal. Nur mal so als Fun Fact, sagt man, glaube ich, heutzutage. Ja. Brainflix. Ja. Bitte nicht das L überlesen. Also super interessant. Wie gesagt, gerade zu diesen drei Themen habe ich unfassbar viel gelernt. Ich habe mich auch mal gefragt, ich glaube, wir hatten es auch zum Thema True Crime, hatten wir schon darüber gesprochen, dass ich mich immer gefragt habe, was fasziniert mich eigentlich so an True Crime? Ich lese keine Krimis, ich bin eigentlich ein harmoniebedürftiger Mensch. Warum will ich wissen, warum Menschen Verbrechen begehen? Aber keine Ahnung, was das ist. Aber ist dir mal aufgefallen, was mich tierisch ärgert immer an diesen ganzen Sachen, es wird immer nur über den Täter gesprochen. Nee, finde ich nicht. Also sehr oft. Also in der und der, guck mal, kennst du denn noch die Opfer von irgendwelchen Serienmördern? Du kennst die Namen wie hier Manson. Naja, es gibt ja nicht nur Serienmörder. Es gibt ja zum Beispiel, war das Zeitverbrechen oder so? Sie haben irgendwo mal eine Folge gemacht über den, ach, jetzt komme ich wieder mit meinem Namensgedächtnis. War das der Schlecker-Erbe, der entführt wurde in den 80ern, 90ern? Was, Schlecker? Das war dieser Zigarettenmensch, Rindsmar. Ja. Dem sie alle Knochen gebrochen haben in der Kiste. Genau. Über den haben sie zum Beispiel auch mal gesprochen in irgendeiner True Crime Folge. Das ist eines der wenigen prominenten Opfer, also die auch im Gedächtnis bleiben für das Verbrechen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber oft ist es ja so, dass die Täter damit, also quasi, die kriegen das, was du eigentlich nicht willst, diese Aufmerksamkeit. Ja. Das regt mich halt immer so ein bisschen auf, weil. Deswegen gibt es auch verschiedene Podcasts, die beziehen sich nur auf schon verstorbene Täter, damit genau das nicht passiert, damit die ihren Ruhm nicht mehr bekommen. Ja, oder der Penner in Norwegen da, dieser Brain Arsch, genau, wie heißt der noch? Weiß ich nicht. Nein, das wollen wir jetzt genau, siehste, das wollen wir siehste, ja nicht, ihm diesen Ruhm hier zuteil werden lassen. Oder hier diese berühmten Fälle in Österreich, Natascha Kampusch, über die wurde auch schon gesprochen. Das ist ein Opfer, das ist gut, und, ja. Und das war ja leider kein Einzelfall, das kommt ja leider häufiger vor in Österreich. Da haben sie auch mal über andere Täter und ihre Opfer gesprochen. Das finde ich auch richtig, man soll echt über die Opfer reden. Hier Magnus Gefgen ist genauso ein, boah shit, jetzt hast du was gesagt. Ja. Dann nenn doch die Namen dieser Entschuldigung, Menschen nicht. Ich hab, ah, sowas regt mich auf. Diese Missgeburt. Soll in der Hölle schmoren. Ja, ist gut. Duschen soll er gehen jeden Tag. Im Knast. Drecksack. Gut, wir sind ein wenig vom Thema abgekommen. Du bist abgekommen. Ja, Entschuldigung. Abschweifen kann ich gut, das hab ich drauf. Was ich abschließend noch sagen möchte, zu dem ich frage mich ja auch immer, was bringt Menschen dazu, Horrorfilme zu gucken? Und frag mal die Conny. Ja, eben. Conny ist ja wirklich hier Kandidatin, die gerne Horrorfilme guckt. Und es gab Studien dazu, die tatsächlich beweisen konnten, dass Menschen, die gerne Horrorfilme gucken, besser durch diese Pandemie gekommen sind. Ach. Weil du beschäftigst dich automatisch dann auch mit deinen Gedanken mehr so mit schlimmen Dingen und wie geht man damit um? Und deswegen, auch wenn das jetzt vergleichsweise harmlos war, was wir persönlich durchgemacht haben in der Pandemie, kommt man damit besser zurecht. Aha. Ich bin nicht so der Horrorfan. Ich hab keinen Bock auf Erschrecken und so. Nee. Deswegen habe ich ja neulich schon diesen 001 vorgestellt. Ich lasse mir dann lieber erzählen, was in den Horrorfilmen vorkommt. Und spare mir den Schrecken dabei. Lässt dich gerne spoilern dann. Nee, aber auch diese, da gibt's, also je weniger du siehst, desto schlimmer ist es ja eigentlich in diesen Horrorfilmen immer. Genau. Zum Beispiel das Ding aus einer anderen Welt im Original, den kriegst du nirgendwo. Ich habe diesen Film gesucht überall, ich wollte den kaufen, ich wollte den leihen, ich wollte den streamen, alles nicht gepackt. Ja, das ist, da gibt es ja einen uralten Schwarz-Weiß-Film davon. Den habe ich einmal gesehen und fand ich so faszinierend, weil du hast nichts, aber auch gar nichts von dem Vieh gesehen, immer nur einen Schatten oder halt so, weißt du, die Nahaufnahmen von und so, weißt du, aber du hast das Vieh nie gesehen, aber der Film war so super geil gemacht und so spannend, das war sowas finde ich cool. Deine Fantasie daraus macht das viel schlimmer als die Kopf Realität. Dann, ja, sowas finde ich cool, aber letztendlich, ich grusel mich nicht gerne. Ich auch nicht. Boah, es gibt auch einen ganz schlimmen Film, der Rec, kennst du den? Nein, ich gucke ja keine Gruselfilme. Achso, du guckst ja keine Gruselfilme. Oh, das ist ein Spanischer, der ist von den Amis mal schlecht nachgemacht worden. Und da, das ist alles so über die Schulter gefilmt, so aus der Deckung raus. Und so wie Blair Witch Project. Ja, den ganz krasser Film. Da geht es in so ein Zombiehaus. Weißt du, so unsere Reporter sind bei der Feuerwehr und wollen da mal mitfahren. Da passiert erst nichts und dann kommen sie zum stinknormalen Einsatz, so eine Türöffnung. Sollen für irgendeine Tür aufmachen. Ne? Und da in diesem Haus ist der Horror. Da sind lauter Zombies und so. Und es ist alles so aus der Deckung. Oh. Hölle. Nicht mein Ding. Oh, der war echt schlimm. Aber wer Gruselfan ist, der sollte den unbedingt gucken. Rec im spanischen Original allerdings, ganz wichtig.
So, nur ein kleiner Filmtipp von mir. Aber ja, ich, also reden die jetzt nur über die Psychologie der Filme, also in den Filmen, die Handlung und so, oder auch über das Gucken? Sowohl als auch. Also was der Zuschauer, warum der zum Beispiel jetzt Horrorfilme genau, guckt? Oder? Sowohl als auch. Ja. Und Liebesfilme? Wie gesagt, so weit bin ich nicht vorgedrungen, weil mich das Thema Horror dann auch wieder insofern fasziniert hat, als ich, wie gesagt, das selber nicht gucke, aber sehr daran interessiert bin, warum Menschen das gucken, was das mit den Menschen macht. Wie mit dem Unfall auf der Autobahn, ne? Das ist ja genau das. Ich möchte den Menschen, die ihre Privatsphäre lassen und gucke da auch nicht hin und ärgere mich dann immer, wenn die anderen Leute Stau machen, weil sie alle gaffen müssen. Ja, oder filmen. Oder filmen, ja. Aber, nee, genau. Und bei Horrorfilmen ist ja das Schöne, und das erwähnen sie dann auch in der einen Folge, man weiß ja auch, dass es alles nur Kulisse ist und dass es keine echten Puppen sind, die hier in die Luft fliegen oder so. Keine echten Menschen, sondern nur Puppen sind. Da kann man sich dann auch mal drüber amüsieren. Man hat ja auch seine Freude, wenn der Unsympathische dann endlich ermordet wird. Oder auf jeden so. Fall. Ja. Denkst du so, oh, hau ab, jetzt stirb endlich. Und dann wird er dann geschlachtet. Ja, sehr schön. Brainflix. Genau, es gibt 45 Folgen. 45 Folgen schon, wow. Dauern, wie gesagt, unterschiedlich lang, 45 Minuten bis 2,5 Stunden und erscheint sehr, sehr unregelmäßig. Mal zweimal im Monat, mal alle 5 Monate. Also die machen das so nach Bedarf, nach Zeit. Aber es gibt, wie gesagt, schon mal genug Material, was man nachhören kann. Okay, prima. Ja, schön. Dann wäre ich jetzt dran, oder? Jo. Wenn du nichts mehr hast, natürlich. Ich hab nichts mehr. So, ich muss jetzt gleich vorneweg sagen, ja, es ist ein, wie soll ich sagen, ein populäres Thema mit populären Leuten. Und ja, wenn der Marco uns jetzt noch zuhören würde, würde er wieder rummeckern. Aber ist mir scheißegal, weil dieser Podcast muss erwähnt werden, weil wir sind nämlich auch ein Service-Podcast, liebe Tina. Ja, und wir haben sicherlich unter unseren zahlreichen Zuhörern ZuhörerInnen, muss man ja heutzutage zusagen, 3 Fragezeichen-Fans. Mit Sicherheit. Jede Menge. Ich selbst war oder bin es eigentlich noch, ich höre halt nicht mehr so oft, aber am Zuhörer auch mal wieder rein, eigentlich so die 3 Fragezeichen-Fraktion. Ich habe auch mal TKKG oder 5 Freunde oder sowas gehört, aber letztendlich fand ich die 3 Fragezeichen immer am besten, von den Storys her und so, von der Spannung. Und da gibt es jetzt einen Podcast, der heißt Der Hashimidenfürst, der Bobcast. So, 2 Fragen. Wer ist Bob und was ist ein Hashimidenfürst? Das ist doch so das Erste, was da hochkommt. Also grundsätzlich geht es um hinter den Kulissen der 3 Fragezeichen. Das ist super unterhaltsam, wirklich. Also die haben ja über 200 Folgen gemacht mittlerweile. Das Geile ist, das ist ja immer noch die Originalbesetzung von 1976. Musst du dir mal reinziehen. Die sind seit 1976 15 Jahre alt, die Typen. Und spielen das. Bei den Simpsons. Das ist krass. Das ist richtig krass. Und wer da auch im Hintergrund die absolute Hauptrolle spielt, ist die Heike Dine Körding. Das ist quasi die Hörspielgöttin von Deutschland. Die kennt eigentlich so kein Schwein. Aber der Name, der prägt sich ja ein, Heike Dien, habe ich schon nie gehört vorher. Und, aber die hat mit ihrem Mann die Europa-Studios quasi gegründet. Die diese ganzen Hörspiele gemacht haben mit 3 Fragezeichen und TKKG und 5 Freunde und so. Das Europa war ja das Ding. Oder ist es immer noch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja, es gibt nicht viele, die das machen. Und die hat damals... Also da erfährst du Sachen, das ist richtig interessant. Also der Bob ist der Bob Andrews, also die Stimme von Bob Andrews. Und zwar heißt der Andreas Fröhlich. Und der macht das zusammen mit Kai Schwind. Der Kai Schwind ist ein Hörspielmacher. Und der Andreas Fröhlich ist, wie gesagt, die Stimme von Bob, also der Bobcast. Und die haben die Originalskripte da. Also der hat die von der Heike Dine Körding überlassen bekommen für diesen Podcast. Podcast, ich fange schon an. Podcast, so heißt. Und die haben die Originalskripte mit handschriftlichen Notizen und so und Randnotizen. Und was sich auch wirklich durch die 3 Fragezeichen durchzieht, ist die falsche Aussprache von englischen Worten oder Namen. Und manchen Folgen werden die unterschiedlich ausgesprochen. Das fällt dir eigentlich so gar nicht so auf, ne? Aber einmal ist es The Jack und dann ist es The Jack oder The Jack und so. Und das hat die überhaupt nicht gejuckt früher. Ja, war scheißegal. Der eine spricht so, der andere spricht so. Und so, ja, alles passt so, ne? Und der Bob ist ja mittlerweile ein Top-Synchronsprecher. Also der Andreas Fröhlich, der spricht ja, was weiß ich, was für Superstars. Und der ist ja einer der Top-10 Sprecher hier in Deutschland mittlerweile. Der Name sagt sogar mir was. Ja, siehst du mal. Und der hatte früher immer Probleme,
irgendwelche Sachen sich zu merken oder das richtig auszusprechen und so. Und er war eigentlich von den dreien der schlechteste immer. Und mittlerweile ist er halt ein super Profi. Ja. Also, und diese Heike-Dine Körting, die hat es ganz locker gemacht. Die hat gesagt, ja Junge, geh mal raus, spiel eine Runde, kommst du wieder, dann kriegst du es hin und so. So war die drauf. Also richtig cool. Und die haben die damals, die haben immer in Hamburg aufgenommen und haben die Jungs von Berlin, die sind alle in eine Schule gegangen. Das scheint sowieso voll die krasse Schule zu sein, dass da gehen tierisch viele Prominente sind mit denen in die Schule gegangen. Also kriegt die Namen auch nicht mehr zusammen, aber das ist schon die Bundesliga-Kategorie. Die sind alle auf diese Schule gegangen, komischerweise. Und die sind tatsächlich, das überlegt mal, die waren 6 oder 8 Jahre alt und sind alleine mit dem Flieger nach Hamburg und sind da abgeholt worden von einer Frau, die die Eltern überhaupt nicht kannten. Das würde heute keine Sau mehr machen. Wann war das? 76, 78, ja, sowas. Gut, da gab es noch kein Internet, da war noch nicht alles so gefährlich. Ja, aber stell dir vor, die waren so Knirpse, die waren so, weiß nicht, so 8, 10, 12 Jahre und sind dann da mit dem Flugzeug rübergekarrt worden und mit dem Taxi abgeholt. Also die haben sich gefühlt wie die Götter. Ja. Und also richtig cool. Also da erlebst du Sachen und dann, wie sie dann über diese anderen Sprecher, wie die so oft, da gab es einen, der hat immer Hähnchen gefressen im Studio. Der hat immer so ein halbes Hähnchen dabei gehabt und hat dann da gefuttert und so. Also, und der andere hat geraucht und was weiß ich, aber was halt so in den 70er Jahren halt abgegangen ist. Ne? Und da erlernst du, also es ist wirklich wie so ein, gibt es ja immer diese, wie heißt denn das, Behind the Scenes bei Filmen oder sowas. Mhm. So ist dieser Podcast. Also Sensation, ich würde dem eine Fanfare geben, wenn er nicht so prominent wäre. Aber mache ich nicht, weil das geht nicht. Also da habe ich ja auch meine Ehre. Aber ich musste diesen Podcast einfach, weil der ist auch brandneu, der hat erst 4 Folgen, circa 40 Minuten ein Stück, kommt relativ unregelmäßig, manchmal kommen auch 2 hintereinander raus. Aber das ist so interessant zu erfahren und die machen das für jede Folge extra. Also die fangen bei 1 an und gehen bis, mal gucken, wie weit sie kommen, keine Ahnung, also theoretisch bis über 200. Und dann gibt es halt welche, die stellen dann auch mal Fragen. Zum Beispiel hat in der einen Folge hat der Bastian Pastewka, der ist ja bekennender 3-Tage-Freiheit, ein Superfreak. Und der hat zum Beispiel auch Fragen gestellt, wie das und das zustande kam. Und die beantworten es dann halt. Mhm. Aber es ist so geil, wie der Typ so wirklich aus dem Nähkästchen plaudert, was in diesem Studio so abging und wie das damals halt so anfing alles. Und diese Heike-Dine Körting, die muss so tiefenentspannt sein, die Frau. Die macht ja heute noch, die ist weit über 70 oder 80 sogar und macht immer noch da so Hörspiele, weil es ist einfach ihr Leben, ja. Und die hat die da einfach, überleg das mal. Ich meine, in den 70er Jahren, wer da geflogen ist, waren nur die Reichen, die Superreichen. Ja, das war ja das Ding. Also ich finde es richtig cool und die gehen das da durch. Und jetzt muss man das mit dem Haschimitenfürst noch aufklären. Oh ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Versprecher von dem Andreas Fröhlich. Also das passiert total oft, dass da irgendwie Worte gesagt werden, die gibt es überhaupt nicht. Und dann gucken die ins Skript und sehen, was sie eigentlich sagen sollte da. Mhm. Das ist auch total interessant. Da sind Wortkreationen dabei, die sind sensationell. Und dieser Haschimitenfürst ist wohl auch, was da jetzt das Originalwort dahinter ist, weiß ich nicht. Aber das haben sie wohl mal entwickelt, weil der Bob Andrews, also die Rolle, der wird wohl ständig auf den Kopf geschlagen und ist dann bewusstlos und hat dann hinterher Gedächtnisverlust. Und wenn er da in diesem Status ist, dann hat er den Haschimitenfürst im Kopf. Okay. Das ist so die Erklärung für den Haschimitenfürst. Ist schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber ich glaube, das sollte irgendwas anderes heißen. Also sie haben es so richtig aufgeklärt. Das ist vermutlich immer so ein Insider-Gag. Ja, vermutlich. Aber also mit der Aussprache hatten sie ja immer die Probleme. Also da gibt es sehr viel, wo dir gesagt wird, ja, der sollte das eigentlich so sagen, der hat drauf geschissen, hat es halt so gemacht. Ja. Und der Nächste kommt dann halt, also wie gesagt, also hauptsächlich mit den Namen. Es ist echt cool. Also macht richtig Spaß dazu zu hören. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Muss ich ehrlich sagen, weil das einfach wesentlich interessanter als das Hörspiel überhaupt ist. Ja. Und da ich ja großer Hörspiel-Fan bin, muss ich mir das natürlich anhören. Also der Haschimitenfürst, der Bobcast, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und ein Muss für alle 3 Fragezeichen-Fans unbedingt. Solltet ihr euch reinziehen. Ja. Cool. So, und du hast uns jetzt mal wieder einen. Der Klugscheißer der Woche. Mitgebracht. Ja, Maddy, wir kennen ja viele Meisterschaften. Wir kennen ja Fußballmeisterschaften, Weltmeisterschaften. Wir kennen Handballweltmeisterschaften. Wir kennen vielleicht auch Springreiten. Aber hast du schon mal vom Tabakschnupfen gehört? Jetzt bin ich mal gespannt, wo da die Modalitäten sind. Es ist kein April-Scherz, ich schwöre. Das haben wir kürzlich rausgefunden. Und zwar war das von unserer Hörerin Hedwig, die haben wir neulich auch schon mal erwähnt.
Die hat das tatsächlich rausgefunden und mit ihrer Erlaubnis darf ich das hier als Klugscheißer der Woche vorstellen. Ja, es gibt in, ich weiß gar nicht, wie weit verbreitet das ist, also mindestens mal Bayern, Österreich und Schweiz gibt es die Meisterschaften im Tabakschnupfen. Ich weiß auch gar nicht, wie häufig die stattfinden und seit wann es die gibt, konnte ich auch nicht rausfinden. Ich glaube seit den 70er Jahren, ich bin mir aber nicht sicher, ob das nur das eine Dorf war, das jetzt seit den 70er Jahren da teilnimmt. Also ja, es ist schwierig, da was vorstellen. Rauszufinden. Also, da sitzen Damen und Herren, es gibt Mannschaften, die haben dann auch so Namen wie die Damenprise oder die Wirtshausschnupfer. Und dann sitzen die da mit einem Lätzchen um, ein Latzerl. Dann bekommt jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin bekommt 5 Gramm Schnupftabak. Sie bekommen alle den gleichen Schnupftabak, sie bekommen alle die gleiche Dose. Und dann muss so schnell wie möglich dieser Schnupftabak so sauber wie möglich komplett in die Nase gestopft werden. Das ist der Trick, oder was? Ich dachte jetzt, du musst da irgendwas am Geruch erkennen oder sowas. Nein. Einfach nur weg mit. Einfach nur weg mit. Ohne dass der Kopf platzt. Oder? 5 Gramm ist aber genau. Schon. Ich glaube, das ist ordentlich. Das wiegt ja nichts, so getrocknet, ja. Das Tabakzeug, ja. Und es gibt dann so verschiedene Tricks. Also die lassen sich zum Beispiel den kleinen Fingernagel lang wachsen, damit du das da ordentlich reinschaufeln kannst. Das gibt's nicht. Und nach einer Minute wird dann von der Jury geprüft, wer sich am saubersten den Schnupftabak in die Nase befördert hat, ob du dann noch Krümel im Gesicht hängen hast oder im Schnurrbart oder auf dem Lätzchen oder so. Das wird dann mit einem Pinsel entfernt. Ernsthaft? Und genau, dann wird... Gibt es da eigentlich einen YouTube-Film drüber oder was? Was? Gibt es da einen YouTube-Film drüber? Oder habe ich nicht geguckt? doch, es gab YouTube-Beiträge, aber ich lese mir ja lieber Seiten durch. Ja, und dann wird geguckt, wer den meisten Tabak dann eben aus der Dose... halt, also nicht aus der Nase, sondern es wird einfach geprüft, ist die Dose leer oder wie viel hängt halt noch im Gesicht oder auf dem Lätzchen. Ich guck jetzt mal, wie viel in so einer normalen Dose drin ist. Und wer niest, wird disqualifiziert. Bin schon raus. Und ja, und wenn jetzt hier jemand kommt und sagt hier Drogenmissbrauch und Drogenverherrlichung, nein, nach dem... Ist doch keine Droge, oder? Ist das eine nach Droge? Der Bewertung, ja, Tabak, klar. Okay. Nach der Bewertung der TeilnehmerInnen wird der Tabak wieder ordentlich aus der Nase ausgewaschen. Das ist wie beim Weinprobieren, der immer wieder ausgespuckt wird. Ja, das... ja, gut. Ich gucke jetzt gerade... Oh, Alter! Hier ist so eine normale Dose, sind 6 Gramm. Ja, krass. Da hauen die sich so eine Dose in die... Jeder selbst, jeder... Oder ja, ja, ja. Das ganze Team 5 Gramm. Nee, jeder in eine Nase. Oh, in einer Minute? Ja. Oh, nein! Der Weltrekord ist, glaube ich, bei 4,98 Gramm oder so ähnlich. Achso, die müssen nicht die 5 Gramm wegballern. Doch, so viel wie möglich, klar. Also die haben eine Minute Zeit und genau. Ach so, ich dachte, die müssen sich 5 Gramm da reinziehen. Naja, das ist natürlich das Ziel. So viel wie möglich innerhalb von einer Minute. Und wie gesagt, der Weltrekord liegt bei 4,98 Gramm. Das ist schon fast die ganze Dose. So eine, das sind so eine Dose, das ist wie so eine Nivea-Dose oder so. Das sind 5 Gramm. Jesus, Maria und Josef. Ja, deswegen sind das Meisterschaften und keine... Ja, stimmt. Kein Kindergeburtstag. Genau. Ne? Kein Ponyhof. Wahnsinn. Ja. Oh, jetzt ist mir ganz komisch so ein bisschen. Krass. Lustig, ne? Also wir haben das nämlich früher mal in der Schule eine Zeit lang gemacht. Oh. So als 12-, 13-Jährige haben wir angefangen zu schnupfen. Da haben wir nicht lange gemacht, halbes Jahr oder so, dann war der Hype schon wieder weg. Aber, boah, das war schon sehr... Also, 3-4 Mal am Tag in der Pause oder so, das hat schon geballert. Würde ich sagen, wenn ich mir da so eine ganze Dose reinschieße. Ja, wie gesagt, die waschen sich die Nase ja wieder aus. Ja, aber es ist erstmal da drinne und macht dir hier die, ätzt dir die Schleimhäute weg oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Es gibt dann wohl auch besondere Nasenduschen, mit denen das wieder, aber da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber die kriegen alle dieselbe Sorte oder wie? Ist die besonders mild oder was? Ich weiß nicht, da geht es nur darum, dass halt alle unter denselben Bedingungen... Selbe Dose, selbe Dose. Bestimmt hier so, das so Grabenkriege zwischen den Schnupftabakherstellern, wer da die Weltmeisterschaft ausstatten darf und so. Ich weiß nicht, ob die groß genug sind, dass die auch werbeträchtig lohnenswert werden. Ich glaube, in Bayern, wenn du da eine Schnupftabakfabrik hast, bist keine du nicht arm. Weiß ich nicht. Irgendwo im bayerischen Wald, hier, mei, Alois, hau weg die Scheißen.
Boah, Weltmeisterschaft im Tabakschnupfen. 5 Gramm. Ja. Ich komme da jetzt nicht so ganz drüber weg. Und Frauen auch. Ja. Ja gut. Der Was liebe, man halt so macht. Liebe Gott hat einen großen Tiergarten, ne? Eieiei. Na gut. Jo. Da muss ich nachher mal gucken bei YouTube. So ist das. Wird dann wieder rausgespült. Mhm. Rückstandslos, selbstverständlich. Natürlich. So. Ja. Dann sind wir damit durch. Dann muss ich schon wieder weitermachen. Ja, du musst jetzt weiter babbeln. Ja. Genau. So, ich habe ja gesagt, wir sind sehr, oder ich bin fernsehlastig heute. Und zwar habe ich einen Akte X-Cast gefunden. Der Podcast über die Serie Akte X. Kennst du die? Hast du die geguckt? Ich habe die komplett geguckt. Echt, hast du? Vollkanne durchgezogen. Ah. Ich habe früher, als die lief in den 90ern, habe ich immer mal wieder eine Folge geguckt. Nee, ich habe die in der Box. Da musste man ja auch in der Schule drüber sprechen und so. Aber muss, echt? Jetzt, ja. Jetzt läuft es ja bei Disney Plus. Ach. Ich habe es mal angefangen, so die ersten 5 Folgen, aber es ist halt eine 90er-Serie, gell? Ja, klar. Aber genau, wer Fan ist dieser Serie, der muss diesen Podcast hören. Denn Oliver und Hendrik haben sich zur Aufgabe gemacht, jede einzelne Folge der Serie zu besprechen. Pro Podcast-Folge eine Akte X-Folge. Respekt. Sie sind jetzt, glaube ich, aktuell bei Ende Staffel 3 und es gibt 11 Staffeln, 218 Episoden. Boah, echt so viel? 2 Kinofilme. Mhm. Ja, die Filme waren scheiße. Die habe ich nicht gesehen. Ach, musst du nicht. Sind die auch in deiner Box? Nee, aber also insbesondere der 2. war richtig blöd, weil da der Mulder eine neue Stimme gekriegt hat und so. Das erläutern sie nämlich auch gerade in der allerersten Folge, was da passiert war. Da ist der Synchronsprecher von David Duchovny, der hat wohl irgendwie zu hohe Gage gefordert oder so ähnlich. Aha. Und da haben sie gesagt, nö, du bist raus. Schieb ab. Genau. Und die Synchronsprecherin von Scully... Dana Scully, ja. Die ist also leider verstorben vor 2 Jahren oder stimmt, so. Stimmt, die ist gestorben. Genau. Ja. Ja. Wie heißt die denn jetzt im Original? Oh, das habe ich mir leider nicht notiert. Aber die verleiht auch noch mehr oder verlieh mehreren. Ja, die Stimme war sehr bekannt, aber ich meine jetzt die Schauspielerin. Ach so, Gillian Anderson. Ja. Richtig. Ja, also genau. In der ersten Folge gehen sie da auch so ein bisschen drauf ein, so wie das Ganze angefangen hat und so. genau, und dann beleuchten sie so ein bisschen den Hintergrund von David Duchovny und Gillian Anderson. Weißt du, wo David Duchovny seinen ersten Fernsehauftritt hatte? Wegen dem Porno oder was? Nein, besser. Was? In einer Löwenbräu-Werbung. Ernsthaft? Krass. Einem Löwenbräu-Werbespot, den haben sie leider nicht bei YouTube gefunden. Eben noch eine Löwenbräu-Werbung und jetzt schon genau. Und aber er hatte tatsächlich auch eine Erotikserie, die hieß Foxy Fantasies. Der hat danach nochmal so eine Erotik-Komödienserie gemacht. Californication. Genau. Die war auch gut, ja. Ja, die war eigentlich ganz witzig, aber irgendwann wurde es dann halt auch platt. Ich habe da so ein paar Folgen geguckt. Ja. Anfang war das noch ganz witzig und dachte, ja, toll. Ja, das stimmt. Lame. Und ich weiß noch, dass die das bei den Simpsons auch natürlich mal wieder aufgegriffen haben. Da gab es doch die Folge, wo Mr. Burns irgendwie, wird doch, glaube ich, einmal im Monat so ein bisschen durchgeknetet und kriegt so Augentropfen in die Pupillen und Homer denkt, er hätte einen Alien im Wald gesehen, weil er dann auch von seinem Atomkraftwerk so leuchtet. Und dann kommt hier FBI, ach so, kommt die Akte X. Fox und Scully und dann zeigt er so seinen Ausweis und dann siehst du so ein Foto von ihm, wie er so halbnackt in so einer erotischen Pose da liegt. Ach, ich liebe das. Genau, und Gillian Anderson, da haben sie jetzt nicht so viel drüber gesagt, aber die Rolle der Dana Scully sollte erst als so ein blondes Sexsymbol Marke Pamela Anderson besetzt werden. Ach, das hätte doch gar nicht funktioniert. Nee, denke ich auch. Also das war schon sehr, sehr gut mit dieser Frau. Ja. Die ist schon sehr attraktiv, ist aber auch sehr bodenständig und spießig halt auch. Genau, so ein bisschen spießig. Ja. Und das ist ja genau das Thema, ne? Die haben dann auch schön beschrieben, wie in der ersten Folge, in dieser Pilotfolge, dann eben auch die ganzen Charaktere aufgebaut werden. Und du siehst auch, glaube ich, so im ersten Zoom, übrigens gibt es bei der ersten Folge noch kein Intro, noch dieses bekannte Lied noch nicht. Das kommt erst ab der zweiten Folge. Aha.
Gar nicht aufgefallen. Und dann gehen sie, glaube ich, so durch sein Büro und dann siehst du schon, ne, dieses typische Poster, I want to believe und so weiter. Und er ist so voll der Verschwörungstheoretiker und glaubt an Aliens und Alien-Entführung und so. Und sie ist dann so diejenige, die auch so mit relativ deutlichen Worten eingestellt wird, so, ja, gucken Sie mal dem Mulder auf die Finger, dass der ja. hier auch keinen Scheiß baut. Die Aufpasserin von ihm, ja. Genau, und dann war das ja in den 90er Jahren, da war sie noch wirklich... ich glaube, die einzige Frau in diesem ganzen FBI-Büro und wird dann auch dementsprechend behandelt, so, ach ja, du hast ja eh keine Ahnung und dann rauchen die Typen alle und so. Also von dem Setting her finde ich das schon super interessant. Ja, das zeigt den Zeitgeist. Ja, also, das ist so 30 Jahre alt und du denkst, mein Gott, die leben alle hinterm Mond. Also prima. Ja, was also ich habe, wie gesagt, ich habe wirklich alle Folgen geguckt, aber am Schluss ging es dann eigentlich nur noch um den Mulder. Echt? Ja, es war ein bisschen anstrengend, weil okay. am Anfang ja immer so Fälle, ne, pro Fall, also pro Folge mhm. ein Fall, so mysteriös, was mhm. weiß ich, irgendwo wächst einem ein drittes Ei oder sowas, ja, und müssen ja rausfinden, wo das dritte Ei herkommt, ja, und das war immer gut. Richtig gut ist es, wenn der, verdammt nochmal, der hat auch Breaking Bad und Better Call Saul jetzt gemacht, der, ja, leck mich doch am Arsch, der. Drehbuchautor oder was meinst du? Ja, genau. Vince Gilligan heißt er. So, jetzt mal zum Glück ist mir das eingefallen. Ich bin ein Fan. Also der Vince Gilligan, und wenn der Regie geführt hat, musste, also wer jetzt Freak ist, der kann sich gerne manche Folgen raussuchen. Die Vince Gilligan-Folgen sind die lustigsten von der Akte X. Da sind immer so Humor dabei und sowas, ja, wo okay. zum Beispiel mal die Hausnummer verwechseln, weil die haben ja immer diese Hausnummern direkt an der Wand mit so Metallbuchstaben und da ist halt eine 9 irgendwie falsch angenagelt, fällt dann runter, wird zu 6 und sowas, ja. Und da sind sie im falschen Haus und so Gags sind immer bei, also wenn da stand, geschrieben oder Regie geführt von Vince Gilligan, sind die besten Folgen ever. Mhm. Und das merkst du jetzt halt auch bei Better Call Saul und Breaking Bad, der Typ ist sensationell. Also der, ja, da gehen die übrigens auch in dem Podcast drauf ein. Die erzählen dann pro Folge immer, wer Drehbuchautor und Regisseur ja. war und was da so für Besonderheiten gibt. Wahrscheinlich gehen sie da auch drauf ein und ich habe mir jetzt die Namen nicht notiert, aber der Drehbuchautor der ersten und zweiten Folge, der hat auch immer so Easter Eggs eingebaut, zum Beispiel wenn du die Uhrzeit auf einer Uhr siehst oder ein Datum im Kalender oder so, das ist immer der Geburtstag seiner Frau. Ja, okay, ja. Cool. Ja, sowas finde ich auch immer cool. Ja. Nee, aber wie gesagt, am Anfang war das alles immer cool mit Akte X und so, aber je später, dann kommt dann irgendwann der Raucher dazu. Also das ist dann so dieser Superbösewicht im Hintergrund mhm. und ab da wird es dann echt so, boah, und in den Filmen ist es dann völlig eskaliert. Da geht es nur noch um die Abstammung vom Mulder, ist er jetzt ein Außerirdischer oder nicht und ach nee. Ich dachte, das ging darum, das wird irgendwann auch mal in irgendeiner späteren Folge während der ersten Staffel, glaube ich, so kommt das raus, dass seine Schwester... als die sind entführt worden. Genau, ja. spurlos ja. verschwindet und er ist halt der Meinung, die ist von Aliens entführt worden. Ja. Und deswegen hat er so den Fable dafür und will das alles aufklären. Ja, ja, und ich will jetzt nicht hier groß spoilern, aber sein Vater spielt dann auch noch eine Rolle und das war dann richtig affig. Also das war, also ich habe, wie gesagt, mich durchgekillt, weil ich es halt irgendwie bis zur 10. Staffel gepackt habe oder so. Da hast du ja immer mal so einen Durchhänger und dann fängt sich's wieder, aber es hat sich einfach nicht mehr gefangen und hat sich dann totgelaufen. Ach, man sollte einfach aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, Geld, Tina. Ein Funfact will ich noch nicht unerwähnt lassen. Und zwar werden die Folgen anfangs in Kanada gedreht. Mhm. Und das, was eigentlich ziemlich passend ist, weil, ne, das ist ja, also Kanada ist ja auch ein bisschen like America, Wetter, just better. Außerdem, aber auch so von der Wettersituation her eher so mehr Dichter, Regen, ja. dunkel, ja. neblig, was ja so ein bisschen noch in diese ganze Alien-Geschichte reinpasst. Und die späteren Folgen ab Staffel 6 spielen in L.A., was irgendwie so das komplette Kontrastsprogramm ja, dann ist. Südkalifornien? Ja. Aha. Also keine Ahnung, was die Leute dazu bewegt hat, aber besseres Wetter. Finde ich schon einen krassen Schnitt. Ja, ich sagte, es ist immer schlechter geworden mit jeder Staffel. Muss man wirklich sagen. Also am Anfang war es richtig cool. Also da waren ja wirklich diese Fälle, die dann bearbeitet haben. Und dann irgendwann ging es nur noch um den Mulder. Und was ich richtig, so richtig scheiße fand beim zweiten Film ist, dass Scully und Mulder geheiratet und ein Kind haben. Echt? Ja, da waren sie dann geschieden und wer kümmert sich jetzt ums Kind? Da haben sie dann noch so einen Beziehungsknatsch mit eingebaut. Das interessiert schon einen Scheißdreck. Das muss aber schon der, ich weiß nicht mehr, ob es der Regisseur war oder wer, in der ersten Folge gesagt haben, da geht es doch drum, die haben doch irgendwie so alle so
Bissflecken, also die Opfer, die sie finden, ja. Also so zwei gleichförmige Nadelstiche irgendwie im Hals oder am Rücken und dann sind sie in einem Hotel und Scully entdeckt dann auch eben so zwei Punkte an ihrem Körper und geht dann im Bademantel ins Hotelzimmer vom Mulder und lässt dann quasi so die Hüllen fallen und sagt so, guck mal, ob ich nicht auch diese Flecken habe. Es stellt sich als zwei Mückenstiche raus und irgendwer muss im Drehbuch angestrichen haben, hier so zu wenig Sexualität. Nee, ich weiß, warum muss denn überall gevögelt werden, Herrgott nochmal? Ja. Das geht mir so auf die Nerven. Ja. Weil es gibt so viele gute Filme. Hier, der Soldat, nicht James Ryan, sondern die Akte Jane. Super spannender Film mit Demi Moore und Tom Cruise. Wobei ich dem seine Filme, naja gut, ist ja egal. Das ist ein super spannender Film, der geht fast 3 Stunden und da wird nicht einmal geküsst. Und das so finde ich gut. Es muss immer irgendwo, ich sag's jetzt wie es ist, eine Titte gezeigt werden, damit die Leute ins Kino gehen. Wie arm sind wir denn eigentlich? Sex sells. Ja. Ich finde das auch nicht gut, aber. Nee, muss doch nicht sein. Man kann doch mal eine Geschichte erzählen, ohne dass da irgendwelche Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Ja, ist es denn nicht möglich? Doch, ist es. Wir kommen da hin, Me Too und so weiter. Ja, lest mal meine Bücher, da gibt es auch kein Gefögel. Nee, es geht mir auf den Sack, das ist privat. Vielleicht solltest du mal mehr Sex in deine Bücher bringen. Ja, sagen meine Kollegen auch immer. Nee, ich hasse das wie die, tut mir leid. Ich bin nicht Brüder oder sowas, ja. Aber mir geht es auf den Nerv, wenn eine Sexszene gezeigt wird, die mit der ganzen Story einen Scheiß zu tun hat. Nur damit irgendeiner nackig durchs Bild läuft. Kennst du den Film The Beach? Ja, der war aber ja, genau. Nicht so gut. Ich habe zufällig irgendwie so 2000, 2001 oder so das Buch gelesen. Ne? So Supermarkt. DiCaprio dann. Ne? Ja. Supermarkt geguckt, was stehen hier für Bücher. Ich brauche irgendwas für eine Sommerlektüre. Oh, The Beach klingt gut. Ein fantastisches Buch. Und dann wurde das 5 Jahre später verfilmt mit Leonardo DiCaprio. Grottenschlecht, die vögeln alle miteinander. Im Buch nicht einmal Sex. Das ist furchtbar. Ja. Nee, das gehört verboten. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde es einfach schlimm. Das muss nicht sein. Wenn es mit der Story irgendwie zu tun hat, hier 50 Shades of Blödmann, ja? Okay, das ist ein, da geht's um die Sache, da meinetwegen haut euch doch gegenseitig auf den Arsch mit der Gerte. Ist doch euer Problem. Macht doch, was ihr wollt, solange mich in Ruhe lasst damit, ja? Und nicht hinterher ankommt, nee, der hat mich ja gewaltigt, nee, du wolltest doch. Aber ist egal. Ja, wie beim Kachelmann da die Nummer, ja? Das ist nämlich auch sowas. Aber egal, anderes Thema. Wir driften ab. Ja, aber ich find's furchtbar, wenn dann. Nur damit da halt irgendein Körperdouble bezahlt wird, was weiß ich. Ja, und um auf den Akte X-Cast zurückzukommen. Achso, Entschuldigung, wir waren bei Akte X. Da gibt es mittlerweile 80 Folgen. Ui, doch schon. Dauern tatsächlich 1 bis 2 Stunden und erscheinen pünktlichst alle 2 Wochen. Also die haben noch gut Material vor sich, bis sie alle 11 Staffeln abgearbeitet haben. Aber ja, bin mal gespannt, ob sie ähnlich denken wie ich. Wir sprechen uns in 3 Jahren oder so. Wenn ihr die Zukunft, den Podcast im Jahr 2025 hört, dann nehmt mich beim Wort. Ja gut, Akte X-Cast heißt der. So ist es. Ja, trotzdem super Idee. Also ich finde sowas vor allen Dingen lobenswert, wenn man so krass drauf ist, dass man so einzelne Folgen auseinandernehmen kann. Ja, genau. Mit rückschens Detail da und so. Die haben nochmal irgendwo gesagt, wo so die streamen, den gibt es noch auf mehr Portalen zu sehen. Ja. Und was ich auch noch lobenswert finde, ist, die beiden haben von der ersten Folge an eine gute Qualität und einen guten Sprachrhythmus in ihrem Podcast. Das sind nämlich beides erfahrene Podcaster. Ah, sehr gut. Die kannten sich nicht, haben sich darüber kennengelernt und machen von Folge 1 an einen guten Job. Sehr gut. Das ist mir übrigens in den letzten 2 Wochen aufgefallen. Ich habe, ich will es jetzt nicht beibabbeln oder sowas, ja, aber ich habe kein Sumpfmonster im Ohr gehabt. Hui. Es wird, glaube ich, besser. Ah, ich musste noch mal meinen Podcast-Addict bemühen. Ich kriege einfach über den Antenna-Pod keine Empfehlungen bei. Und über Facebook funktioniert auch nicht, da werde ich mich wieder abmelden. Über Instagram hat es auch nachgelassen. Ich muss über den Podcast-Addict gehen. Habe da meine Podcasts noch mal eingetragen als Abonnements und dann schlägt er mir im Algorithmus dann vor, was mir gefallen könnte. Und darüber habe ich das jetzt, die beiden gefunden zum Beispiel. Siehst du? Ja. Ja, meine Podcast-App hat auch nachgelassen. Da sind ein paar gar nicht drin. Oh. Das finde ich ja. Nee, geht nicht. Da bin ich sehr eigen. Ja, ich habe aber noch keine richtige gefunden. So. Weil es cool ist, ich kann da so Kategorien machen. Ich kann so
Favoriten, dann habe ich einen Parkplatz, wo ich die, die ich interessant finde, erstmal reinpacke. Und das geht halt kostenlos komplett. Ne? Schon eine ganz coole App, aber viel mit englischsprachig. Also wenn du Vorschläge kriegst, dann immer in Englisch. Finde ich ein bisschen doof. Ja, ist glaube ich amerikanisch oder so. Und ist nicht alles drin. Warum auch? Also wir sind da auch nur bis zur vorletzten Folge drin oder so. Ja. Ja, also das funktioniert nicht so gut da. Aber du kannst halt super sortieren in dieser App. Das ist schon ganz stark. Mal gucken, ob ich da noch eine andere finde, wo man auch so verschiedene Folder machen kann. Gut. Okay, Akte X-Cast. Ja, das war's. Das war's. Bist du raus? Oh Gott, die Tina ist entführt worden. Sie ist verschwunden. Holzgalli und Mulle. Gut, dann hätte ich jetzt last but not least wieder mal einen Hörspiel-Podcast. Genau, wie gesagt, da steht schon wieder TKKG drin. Ja, naja, lass dir das mal erklären. Das ist nicht nur TKKG in drei Fragezeichen, sondern das sind die beiden Herren Felix Scharlau, der ist seines Zeichens Autor und Gagschreiber, unter anderem auch bei der Heute-Show. Und der Linus Volkmann, der ist Journalist und er kommt aus Frankfurt. Ach ja. Ich weiß nicht, ob er noch hier wohnt, aber es kommt auch öfters mal in, im Podcast in der Folge vor, wie er so erzählt, wo er früher in Frankfurt mal einschlurfen gegangen ist, zum Beispiel oder so. Und ja, gut. Und das Prinzip von diesem Podcast ist, dass jeweils der eine immer ein Jugendhörspiel aussucht, egal von wem. Mhm. Und die müssen über diese Folge reden. Also die müssen sich beide auf diese Folge vorbereiten. Wobei halt einer immer vorgibt, welche Folge das ist und welche... Ich muss mal kurz zurückgehen. Der Podcast heißt Ausnahme der Rose. Habe ich das nicht gesagt? Nee. Ich finde gerade immer noch den Bezug nicht, warum das so ist. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann erzähl dann viel weiter. Ich habe es von Anfang an gehört jetzt. Also ich bin jetzt bei Folge 6 oder 7, weil ich finde den super gut. Ja. Und Ausnahme der Rose, keine Ahnung. Dann erzähl weiter. Das ist so aus, auch im Intro aus... so zusammengestückelt von Sprechern, sowas. So, Ausnahme der Rose, so ungefähr, weißt du, mit verschiedenen Stimmen von aus dem Hörspiel. Ja, ich war auch schon mal im Bockenheimer Depot, aber das möchte ich nicht vertiefen. Doch, mache ich. Ich musste mir mal im Brandsicherheitsdienst. Jan Fabre, 4 Stunden ging das. Und das war 4 Stunden gequälte Kacke. Und der Vorhang ging auf und da saßen schon mal 11 Clowns und haben geraucht. So ging's los. 11 Leute saßen auf der Bühne und haben nur geraucht, 1/4 Stunde lang. Ja gut, und es war so nur ein Teil und es waren immer so komische Auftritte nacheinander. Es war eigentlich ich glaube, es war ein Test, bis irgendeiner ausrastet im Publikum. Und dann kam einer raus und hat sich vor so 10, 12 Mikrofone gestellt und hat gesagt, ich prophezeie die elastische Vagina. Und das hat er, ich weiß nicht wie oft und wie lang, und immer wieder einen anderen Tonfall. Ich prophezeie die elastische Vagina. Und so ging es 1/4 Stunde. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt eine Waffe hätte, Freundchen, wärst du schon längst hinüber. Das war richtig Leuteverblödung. Das ist Kunst. Nein. Kunst soll auch provozieren. Der hat mich provoziert, aber mal so richtig. Und die ganze Bande hat mich, weil das war nur ein Stück von 4 Stunden. 4 Stunden ging das so, mit so einem Zeug. Liebe Hörerschaft, es tut mir furchtbar leid, dass ich euch die Beschreibung des Podcasts gerade unterbrochen hatte. Ich wollte einfach nur mal den Namen des Titels eingestreut haben. Aber Maddie, fang doch nochmal an. Erzähl uns doch nochmal, was im Podcast Ausnahme der Rose passiert. Worüber reden die da? So, liebe Zuhörer, ich habe jetzt für euch einen Podcast, der heißt Die Ausnahme der Rose. Mittlerweile gibt es 22 Folgen, die sind circa 30 Minuten lang. Ich habe vergessen einzutragen, in welchem Rhythmus sie kommen. Ich habe jetzt vorhin gucken wollen, habe es aber irgendwie schon wieder vergessen. Mach. Aber das ist nicht so schlimm, das tragen wir nach. Könnt ihr in den Shownotes nachlesen. So, wie gesagt, Felix Scharlau und Linus Volkmann machen diesen Podcast und der jeweils eine sucht eine Hörspielfolge heraus, also eine Folge direkt, kein TKKG oder für Freunde, sondern eine explizite Folge. Aber aus irgendeinem bestimmten... Also es kann auch, die haben zum Beispiel auch Krieg der Welten. Heute habe ich eine Folge gehört über, ich habe es ja ausgemacht, ich gebe es zu, weil ich kann es nicht hören, Helge Schneider. Helge Schneider hat ein Hörspiel gemacht. Und es kam halt irgendwie raus, dass der einfach bei irgendeinem zu Hause war, am Pool und hat Scheiße gelabert. Und das haben die zusammengeschnitten.
ich mag den ja so als Typ und so, ja. Der ist ja echt ein cooler Typ. Aber seine Sachen, heiliges Blech. Einfach so drauf losgelabert und zusammengeschnitten. Der hat gesagt, ja, ich war eigentlich auch nicht so für außen bestimmt. Und dann haben wir es halt gehabt und haben es halt veröffentlicht. Und damit verdient der Mann sein Geld. Ja, auch eine Art Kunst. Ich lese hier auch Hanni und Nanni. Ja, auch das. Ja. Da geht's. Und was halt auch krass auffällt, ist, das sind ja alles uralte Sachen, ne? Hanni und Nanni. Also ich glaube, das kommt sogar aus den 40ern, Hanni und Nanni. Das kann gut sein, ja. Ja. Und oh, das Weltbild. Leck mich am Arsch. Also das könntest du heute nie wieder machen, ja. So ihr Landschulheim und Scheißdreck, ja. Und diese ganzen Sprüche. Und dann gibt es ja auch diese TKKG, drei Fragezeichen, das waren ja zwei Fraktionen quasi. Ja. Aber die machen das echt gut, also die gehen da auch rein und was halt auch da aufgefallen ist, die Europa, sind wir wieder bei Europa, die haben immer die gleichen Töne benutzt in allen Hörspielen. Also der gleiche Schuss, der gleiche Knall, der gleiche Löwe und dann regen sich halt über so Sachen auf, dann ging es um irgend so ein Grusel-Hörspiel über irgendeine Mumie oder so und da war im Hintergrund eine Schlange und die macht so und dann hat sie gesagt, das ist doch nur irgend so ein Typ, der irgendwie mit seiner Zunge irgendwas macht. Also so sind die da drauf, sind echt gut. Also macht richtig Spaß, denen zuzuhören. Und die gehen da eigentlich sogar, wie soll ich sagen, also du wirst nicht gespoilert so richtig. Mhm. Also die schaffen es irgendwie nicht zu spoilern. Aber die nehmen das halt so komplett technisch auseinander, mehr oder weniger. Okay. Also also mit technisch meine ich jetzt nicht so Hardware, sondern eher die Herangehensweise an die Texte. Aha. Und der Zeitgeist wird halt eingefangen, mhm. Auch diese Mumie da. Ne, Ich hatte übrigens als Kind ganz viele Kassetten von Hanni und Nanni, da muss ich nur mal drüber nachdenken. Ja, meine Schwester hatte, da gab es ja noch was, nicht Hanni und Nanni, sondern Trixi Belten, das war auch sowas. Das kenne ich nicht. Das war auch so ein Mädchenkram. Also es sind ja ursprünglich, basiert es ja alles auf Büchern, auch so ja, ja. Drei Fragezeichen, TKKG und so. Ja. Ja. Also oft sind es halt hier diese Klassiker, dann gab es doch mal die Funkbande oder sowas. Das sagt mir nichts. Das muss wohl ganz schlimm sein, das habe ich auch nie gehört, aber da geht es um, das ist auch so eine Detektivgruppe von jungen Menschen, ja, und geht es um Drogen und so. Und dann ständig wird in diesem Hörspiel so Aufklärungsscheiße gelabert, weißt du? Selbst der Dealer sagt, Junge, du weißt, der Tabak ist der Einstieg für Heroin und so. Und als der Moralapostel, selbst der Dealer, ja, hat sich auch tierisch aufgeregt. So, ja, welcher Dealer sagt, Junge, nimm das Zeug nicht? Natürlich nimmst, ich will da Geld verdienen. Ja, also ist schon hanebüchen. Wenn du das wirklich mal so auseinanderpflückst, wird es echt interessant, das Ganze von der Seite zu beleuchten. Aber finde ich echt gut. Und die harmonieren sehr gut miteinander, die frotzeln sich auch so ein bisschen. Machen sie echt gut. Also Bibi Blocksberg sogar dabei, aber halt auch dann Master of the Universe. Also es sind meistens so Jugendsachen. Wie viele Folgen? 22. Das Erwachsenste ist, wie gesagt, Krieg der Welten. Und naja, erwachsen, Helge Schneider. Naja. Nee, eher nicht so nix. Erwachsen. Aber da fällt mir gerade ein, wo du sagst, so diese ganzen Detektivhörspiele, kennst du die Ferienbande? Das habe ich schon mal gehört, ja. Das ist eine Verarsche von diesen ganzen Detektiv-Kinderhörspielen. Okay. Das ist, muss man in der Stimmung zu sein, aber es, wenn man den Hintergrund kennt, ist das halt sau lustig, weil die heißen Bernd, Baul, Bröckchen und Babsi und Bambi. Und Bernd, der früher mal Beate hieß. Geil. Und Baul ist halt der sächsische Paul. Bordeaux oder Bordeaux, ist doch scheißegal. Genau. ja, cool. Fällt mir dazu gerade ein. Die müssen sie auch unbedingt mal behandeln. Aber hier Bibi und Tina haben sie auch, sehe ich gerade, also ich gehe es hier gerade durch. Alf, die Nacht, die Pizza kam. Hatte ich auch. Ist ein Hörspiel. Oder hier Professor van Dusen, finde ich persönlich richtig schlecht. Also, boah, nee, kann ich nicht haben. Dieses, das ist so, das macht einen auf Hercule Poirot, aber in schlecht halt so. Und dieser Professor van Dusen, der ist ein super, super schlauer. Ja. Okay. Also, es ist so eine Mischung aus Hercule Poirot und Sherlock Holmes und Inspektor Clouseau. Aha. Also irgendwie ganz, boah, nee, mach ich nicht. Und es spielt auch so in der, wie so 8 Tagen um die Welt in der Zeit, so, was war denn das? Oh. 1800 Schieß mich Batsch oder so, ja. Bewegen wir uns wieder auf ganz dünnem Eis.
Ja, das ist, wo sie dann mit Pferdekutschen noch und so. Ach nee, mag ich gar nicht, geht nicht so an mich. Aber gut, das ist meine Meinung. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Jo. Aber sehr oft halt hier auch, also der Klassiker halt, ne? TKKG, fünf Freunde und die drei Fragezeichen. Aber John Sinclair zum Beispiel, John Sinclair, ich war ein großer John Sinclair-Fan früher. Hauptsächlich von den Heftchen. Also jede Woche habe ich drauf gefiebert, dass es Donnerstag wird, damit ich mir ein neues Heft holen kann. Mhm. Die putzte ja so weg. Und John Sinclair, muss man immer noch sagen, ist alles von einer Person geschrieben worden. Nicht wie Perry Roden von 648.311 okay. Leuten, sondern der John Sinclair Fazzo hat alles selbst geschrieben. Aha. Jede Woche 80 Seiten hat er rausgeklatscht. Mhm. Und ich weiß, wovon ich rede. Jede Woche 80 Seiten, Respekt. Zu diesem Buch fällt mir gerade ein, jede Woche. Wir erinnern uns alle an Drama Carbonara. Ja. Herrlicher Podcast, der immer noch die Fanfare verdient hat und diverse Preise abgeräumt hat. Das wollte ich immer mal mit zwei Freundinnen nachspielen. Und ich war neulich im Supermarkt und habe mir ein Schundheftchen gekauft mit so schlechten Schundromanen. Das war der peinlichste Einkauf aller Zeiten. Es ist schlimmer als Kondome kaufen, wenn du so ein Heft auf das Kassenband legst. Ja. Ja, unser Frauenabend steht noch aus. Das werden wir wahrscheinlich wieder auf den Winter verschieben, aber wollen wir unbedingt nur machen. Also quasi so wie Drama Carbonara, genau, gegenseitig genau, vorlesen. So abwechselnd vorlesen. Oh, dann kannst genau. du sehr viel Spaß mit haben, ja, glaube ich. Ja, ich freue mich drauf. Cool. Siehst du, Inspiration. Ja. Schöne Grüße nach Wien. Ja, damit wären wir dann durch. Haben wir es schon wieder? Ja. Okay. Was haben wir heute gelernt? Ach so, ja, das war das. Ja, mit Brainflix, 45 Folgen. Die Psychologie der Filme kann man auch in einen Podcast packen. Das habe ich gelernt. Und der Marsianer hat recht gehabt. Ja, genau. Ich habe gelernt, dass der Hashimitenfürst nur ein Kunstwort ist und dass man über die drei Fragezeichen vom Originalsprecher der Person Bob einen wunderschönen Podcast machen kann, der da heißt Der Hashimitenfürst. First. Der Hashimitenfürst, der Bobcast. Ja. Ich habe dann noch zwei Sachen gelernt. Einmal, dass 5 Gramm Schnupftabak viel zu viel sind. Ja? Nur in diesem Podcast. Oh, das geht mir aus dem Kopf. 5 Gramm. Und dass in dem Akte X-Cast jede einzelne Folge von Akte X seziert wird. Mhm. Und dann habe ich noch gelernt, dass wir noch nicht wissen, was die Ausnahme der Rose ist, aber dass in diesem Podcast alle möglichen Folgen beliebter Hörspiele besprochen werden. Da muss ich echt mal reinhören. Ich habe als Kind auch sehr, sehr viele Hörspiele gehört. Weißt du was, ich schreibe die mal an, frag die mal, was das heißt. Mach mal. Interessiert mich jetzt mal auch persönlich. Jo. Okay, gut, dann müssen wir nur noch unsere... Hier kommt die Spotify-Playlist. ...füllen. Ich habe heute einfach die Titelmelodien der Filme genommen. Und zwar, ich habe vorhin zu Marco gesagt, so, boah, mir fällt hier nichts ein, Brainflix. Und wir hatten irgendwie beide dieselbe Assoziation, The Pinky and the Brain. Was machen wir denn jetzt? Wir erreichen die Weltherrschaft. Ja, genau. Deswegen habe ich einmal hier das Main-Theme aus Pinky and the Brain und dann natürlich das Main-Theme aus The X-Files. Gut, ich war da etwas kreativ. Ich wollte eigentlich auch die Titelmelodien nehmen von TKKG und von drei Fragezeichen, aber ich habe sie nicht gefunden. Und deswegen habe ich das Hazy Osterwald Sextett mit dem Kriminaltango genommen und California Dreaming von The Mamas and the Papas. Anneliese Braun. Ein Anneliese Braun Lied, genau. Oder Agathe Bauer. Ja, wie nennen wir diese Folge? Ja, was haben wir denn hier zum Vorschlag? Bob und der Brain in Unglück. Ja, mir gefällt deins besser. Danke. Finde ich auch lustig. Bob und der Brain in ungeklärten Hörspielen. So nennen wir die heutige Folge. Gut, Tina, wie kann man uns denn erreichen, wenn man mal was von uns wissen will oder wenn man mal genau hier der Aufruf, wenn ihr einen Podcast kennt, der euch besonders gut gefällt und der nicht irgendwie Mainstream mit Werbung zugekleistert ist von oben so oder gar Werbung im Fernsehen schaltet, den könnt ihr uns gerne empfehlen und zwar über folgende Möglichkeiten. Entweder unsere E-Mail-Adresse im podcastsumpf@web.de, im Podcastsumpf zusammengeschrieben,
oder über unsere Homepage, da gibt es ein Kontaktformular. Oder wir sind auch bei Instagram und Facebook zu erreichen über Im Podcast-Sumpf. Genau. Und alle Podcasts, außer die Ausnahme der Rosi, muss ich noch nachmelden, sind auf einer Feed-Liste zusammengefasst. Also alle, die wir bisher besprochen haben, über 90%. Viele haben wir, also fast viele, einige konnten wir leider dort nicht finden. Aber die Feed-Liste ist fast vollständig. Da findet ihr alle Podcasts, die wir in den letzten 37 Folgen besprochen haben, sehr übersichtlich sortiert unter fyyd.de und dann im Podcast-Sumpf die Liste. Sehr schön. Ja, ansonsten haben wir was vergessen. Wir könnten nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr uns vielleicht, wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr uns über iTunes bewertet. Gebt uns da gerne eine 5-Sterne-Bewertung, denn je mehr Bewertungen ein Podcast hat, desto sichtbarer wird der auf iTunes. Oder neuerdings kann man auch auf Spotify Podcasts bewerten. Da könnt ihr uns auch gerne mal eine Bewertung hinterlassen. Das haben schon einige Leute getan. Vielen Dank dafür. Aber gerne mehr davon. Ja, da freue ich mich nämlich auch. Ansonsten? Hast du ein Sprüchlein oder musst du jetzt suchen? Ich habe eins. Dann, diesmal habe ich mir einen rausgesucht. Okay. Dann sage ich schon mal, bleibt sauber, denn wir gehen für euch in den Sumpf. Bis denne, Antenne. Tschüss. Bevor ihr ausschaltet, haben wir noch eine Bitte an euch. Ihr wisst, wir unterstützen die Kinderengel Rhein-Main. Wer diese Kinderengel Rhein-Main sind, könnt ihr unter anderem auf kinderengel-rhein-main.de sehen oder einfach mal in den Shownotes gucken, da haben wir ausführliche Informationen über den Verein. Ziele und Aufgaben des Vereins sind unter anderem die Unterstützung von schwer oder lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen und deren Familien, um deren tägliches Leben etwas leichter und einfacher zu gestalten. Oder die Beschaffung oder Bezuschussung notwendiger Hilfsmittel oder Therapien, für die die Kosten von anderen, der gesetzlichen Krankenkasse oder zuständigen Institutionen, nicht oder nicht ganz übernommen werden. Oder die Förderung von Einrichtungen und Institutionen, die eine optimale Behandlung, Betreuung, Begleitung, Pflege und Nachsorge und eine wirksame Lebenshilfe für die erkrankten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihren Familien bedeuten. Ihr könnt die Kinderengel Rhein-Main ganz einfach unterstützen, indem ihr Mitglied werdet. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Kinderengel arbeiten, dann schaut doch mal ganz unten auf der Seite unter Aktuelles, zum Beispiel ein Zuhause für die Engel oder ein Jahr Kinderengel, wie es dem Projekt ergeht. Vielen Dank. Und jetzt tschüss. Tschüss.